Liebe Frau, hier ist euer Steinwallen. Aus Schweinen sind wieder Menschen geworden. Das Dorf ist hier wieder belebt. Nur der eigentliche Retter, der ist verstoßen worden. Ja, so läuft es manchmal. Ich würde mal sagen, wir gucken uns hier nochmal kurz um, bevor wir unsere Reise fortsetzen. Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Ja. Das Haar so weiß wie Quark. Quark. Das wäre jetzt genau das Richtige. Gut, die wärmen sich da ein bisschen. So, was ist mit euch beiden? Ihr trauert um diesen toten Hund? Um den Krähenfels. Du bist dümmer als ein solltest Troll. Du einen Warum großen solltest Bogen du den Rauchbold sonst vergiften? Sei still, verdammtes Warte, Weib. Was für ein ich Rauchbold? Habe ihn mit Nachtschatten und Wolfsbann ausgestopft. Der Drache wird kommen, ihn verschlingen und dann tot umfallen. Dummkopf, das ist doch ein Hund, kein Schaf. Drachen fressen keine Hunde. Ach Gott, es gibt hier einen Drachen möglicherweise, den die da auf diese Art und Weise vergiften wollen, indem die den Hund getötet haben? Oh Gott, okay, alles klar. Ich weiß gar nicht, ob die das wirklich verdient haben, Krieg. Hier wieder, Krieg bleibt wieder Menschen immer zu sein. Genau wie du. Faul, wie du immer warst. Was soll ich denn tun? Die Ernte ist verbrannt, das Vieh haben sie gestohlen. Du siehst aber gar nicht gut aus. Wo wären wir nur ohne den Hexer? Ihr würdet immer noch im Dreck wühlen und Eicheln fressen. Ich weiß, ich weiß. Wir müssen den Göttern für diesen Meisterhexer danken, sage ich. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Okay, also es gibt durchaus doch Dankbarkeit. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Na, ihr seid doch die Bauern hier. So, hier wird wieder repariert. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Dings, Biberich. Okay, aber insgesamt ein normales Sophie, Dorf. Sophie, hör zu. Oh. Ich gehe gestern Abend aus der Taverne nach Hause und nehme die Abkürzung durch den Wald. Alles ist dunkel und still. Doch plötzlich höre ich Schritte. Ich gehe schneller und auch die Schritte werden schneller. Da halte ich an. Die Schritte verstummen. Ich drehe mich um. Da steht ein Monster auf dem Pfad. Gesicht zugenäht, bleich wie ein Toter. Es starrt mich an und mich packt eine Grabeskälte. Und dann? Ich weiß es nicht. Bin heute Morgen bei mir daheim aufgewacht. Trink nicht so viel, dann hast du weniger Albträume. Okay, wow. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt auch zum Monster des Nachts. So, was mit dir? Okay, alles nur Bauern, die keine Aufträge für uns haben. Nichts Besonderes hier. Kein Händler. Okay. Was macht er da? Ach, das ist ein Junge, der... Nee. Komm schon. Der spielt ein bisschen. Hey. Nun ja, okay. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Alles normal soweit. Hörtest Allerdings habe ich den Eindruck, dass hier deutlich mehr Menschen sind, als wir Schweine da zum Altar geführt haben. Du bist dümmer als ein Troll. Warum solltest du den Raufbold sonst vergiften? Sei still, verdammtes Weib. Ich habe ihn. So, liebe Leute, was ist jetzt unser Ziel? Hier oben waren wir schon. Unser nächstes Ziel, ich hatte es schon angekündigt, ist dieses Haus Rücker, der Fall des Hauses Rücker. Wir gucken mal und erinnern uns nochmal, was das eigentlich gewesen ist. So, also. Dolores hatten wir gefragt, ich glaube in Lindenthal. Geralds weitere Reise durch das ländliche Wählen führte ihn auch in ein Dorf namens Lindenthal. Dort traf er eine gramgebeugte alte Frau. Was war der Grund ihres Kummers? Sie war obdachlos. Ein Monster hatte in ihrem Familiensitz sein Nest gebaut und sie gezwungen, sich etwas zu mieten, bis sie sich das nicht mehr hatte leisten können. Nun bat sie Gerald, ihr Haus von der Bestie zu befreien. Zum Dank gab sie ihm ein kostbares Objekt, den Schlüssel zu einer Truhe, in der sich angeblich all ihre Ersparnisse befanden. Gerald konnte seine Hilfe einer alten Dame nicht verwehren, erst recht nicht, da sie ihn so stattlich entlohnen wollte. So beschloss er zu tun, worum sie ihn bat. Genau, das tun wir. Das heißt, wir reiten wieder diesen Weg entlang, den wir schon kennen, dann rechts und dann wieder direkt rechts. Man könnte vielleicht auch abkürzen, um dorthin zu kommen. Naja, ich bin mal gespannt, was das für ein Monster... Schatten und Wolfsmann ausgestopft. Der Drache wird kommen, ihn verschlingen. Und dann tot umfallen. Mal gespannt, was das für ein Monster sein wird. Dass ich da in einem Haus... Oh Gott, okay, wir gehen wieder auf Jagd.
Oh nein, schon wieder Neckar. An der gleichen Stelle. Okay, die haben wir schon alle mal bekämpft. Insofern werde ich sie jetzt mal umreiten. Ich sollte vielleicht die Quest auch noch vernünftig auswählen. Da hinten sind auch die Ghule wieder, aber auch die lassen wir einfach mal links liegen. Ich will jetzt einfach nur auf den richtigen Weg zum Ziel. Und der Weg führt uns hier hoch. Na? Nochmal gucken. Nee, ja, doch, genau. Das ist der Weg. Alles klar. So, dann nochmal. Warum habe ich es vergessen? Nochmal das Ganze hier einloggen. Und dann werden wir das Anwesen gleich sehen. Ein kleiner Ritt ist es noch. Das scheint ein richtig größeres Objekt zu sein. Ich bin gespannt. Der Weg dorthin schon mal ziemlich lieblich, wie ich finde. Relativ offene Gegend, nicht so düster. Büsche und Bäume wechseln sich ab. Wild sehen wir dort. Drüben vermutlich Wölfe, Hunde vielleicht. So, und da sind wir doch direkt schon am Anwesen. Ja. Hier haben wir das Rückeanwesen. Okay. Ich würde mal sagen, wir lassen Plötze hier vorne. Hier gibt es ja sogar sowas wie einen Stallen unter. Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Noch. Na, da muss irgendwas sein. Gibt es noch eine kleine Geschichte, die wir hier erfahren können? Also, verlassenes Anwesen der einst berühmten Familie Rücker, Verwandte der königlichen Dynastie, der La Louve. Okay. Tja, wäre mal schön zu wissen, auf was wir uns hier einstellen müssen. Oh, ich sehe schon Gespenster. Okay, alles klar. Dann ist es vielleicht noch Zeit für ein bisschen Öl. Hm. So, Vampir, Erhängte, Verfluchten, Geisteröl. Da haben wir es. Okay, und Falle war da ja relativ wichtig. Versuchen wir unser Glück. Okay, hier haben wir erstmal eine normale Erscheinung. Das Herrenhaus hat neue Bewohner. Na! Okay, Quen wäre trotzdem gut. Kommen wir nochmal rein hier in die Falle. So, das ist schon mal schlecht gelaufen. Einmal Schwalbe. Wobei, jetzt hätte ich... Naja, gut. Ja, okay. Das werden aber nicht nur so poplige Erscheinungen sein, sondern da wird wahrscheinlich noch irgendwie eine große Erscheinung hier noch auf uns warten. Okay. Im Moment geht es uns erstmal wieder gut. Erst noch ein bisschen Trockenfisch hinterher und dann gucken wir mal weiter. Da hinten scheint noch was zu sein. Wo ist denn hier eigentlich das Haupthaus? Das sieht ja alles aus wie Stallung. Wir folgen erstmal hier unseren Instinkten. Ist das hinterm Haus oder im Haus? Ah, im Haus. Hinterm Haus? Vielleicht hat das hier hiermit auch nichts zu tun. Das ist nur eine leere Flasche. Da hinten. Kann aber was ganz anderes sein. Nee, es ist tatsächlich noch eine Entscheidung, ja? Dann komm mal her. Will nicht in die Falle. Da müssen wir hinterher. Was ist das für eine Erscheinung? Die läuft weg. Müssen wir ihr folgen?
kann auch durch eine Mauer, logischerweise. Gut, aber das sind nur so Wachen, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ich glaube nicht, dass das die Hauptbewohner sind. Ja, dann sieht es so aus, als müssten wir jetzt diese Häuser tatsächlich durchsuchen. Ah, okay. Sowas ist immer ein bisschen unangenehm, aber machen wir das mal. Vielleicht wäre es auch mal gut hier... Oh, da ist noch was. Wartet. Habe ich da noch was übersehen? Tatsächlich, eine Erscheinung. Die macht sich... Kann es sein, dass sie immer wieder kommen, um weiter den Eingang zu bewachen? Nee, das war tatsächlich die letzte. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass es doch relativ einfach ist. Ja, wir können also zu Dolores zurückkehren, aber vorher werden wir... Sie hat uns ja mehr oder minder mit dem Schlüssel gewissermaßen die Erlaubnis gegeben, hier uns alles zu nehmen als Belohnung, was wir finden. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Deswegen werden wir das Haus jetzt auf jeden Fall nochmal vernünftig durchsuchen. Hier ist es so doch etwas dunkel. Deswegen nehme ich mal hier die Fackel in die Hand, damit auch ihr ein bisschen besser sehen könnt. So... Also hier wird mit Sicherheit nicht die Herrschaft gewohnt haben, sondern irgendwelche Dienstboten. Da sehe ich doch schon wieder was. Aber es scheint gereicht zu haben. So, hier ist keine Tür in den Nebenbereich. Aber hier ist ja noch eine Tür. Da hinten. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwelche Geheimnisse. Schaut mal. Aha, robust. Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Okay, also wir haben ja eigentlich schon einen Schlüssel erhalten. Jetzt gibt es noch einen Schlüssel. Sehr gut. Für die Scheune. Also ist das denn bitte das Haupthaus? Kommt mir komisch vor. Okay, hier war kein Schlüssel nötig. Optima Mater. Das ist, glaube ich, relativ wertvoll. Hier gibt es ganz viele Knödel. Okay, das ist eine ähnliche Scheune, wie wir sie oben auf Krähenfels kennen. Da hinten ist noch irgendein Wesen. Aber gehört nicht zu unserem Auftrag. So, wir gucken aber wirklich jetzt hier in jede Ecke. Es muss ja hier auch noch eine wirklich wertvolle Kiste sein. Die wollen wir nicht verpassen. So, da sind noch ein paar Säckchen. Hier auch, aber nichts drin. Hier über eine Leiter auch runterklettern? Nee. Das war nur ein Krähenfels der Fall. Na gut. Wir haben aber einen Scheunentürschlüssel. So, das sieht aus wie eine Scheune, ist aber keine Scheune. Dennoch müsste man... Nee, hier kommt man offenbar nicht raus. Das ist aber ganz schön runtergewirtschaftet. Also, dass hier vornehme Herrschaften gelebt haben, das muss lange her sein. Okay, das ist noch ein extra Bereich, glaube ich, oder? Nee, der gehört eigentlich zu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aha. Hierfür war der Schlüssel. Gut. Hier hat mal jemand gewohnt. Woher schließt du das?
Also, warte mal, da ist ein Geheimfach. Dolores. Ja. Dolores. Okay, ich habe jetzt gerade die Schrift untersucht. Dolores ist unsere Auftraggeberin. Jetzt öffnen wir das hier mal. Hier ist was. Eine Truhe. Ja, das war wahrscheinlich die Truhe, von der sie gesprochen hat. Okay. 100 Floren. Naja. Ja, ich würde mal sagen, eher ein unterdurchschnittlicher Lohn. Aber wir wollen mal nicht meckern. Gut. Noch sind wir hier nicht ganz durch. Ich will hier noch einmal ums Gelände herumschauen. Hier führt der Weg sogar weiter. Wohin eigentlich? Wir gucken mal auf die Karte. Okay, da unten scheint noch ein Ort zu sein. Den werden wir uns später vornehmen. Ich denke, wir kehren tatsächlich erstmal nach Lindenthal zurück. Wir können auch auf dem Wege über Lurcht dorthin, so wie es aussieht. Ja. Aber wir haben doch nicht jedes Haus erkundet. Da drüben ist auch noch was. Oh Gott. Vieh. Oh. So. Das war's dann aber. Okay, hier kommen wir nur mit... Ah, vielleicht kommen wir mit Art rein. Jawohl. So, hier hat nun wirklich jemand gewohnt. Hier sieht's ja noch am wohnlichsten aus. Hier liegen sogar noch Bücher herum. Gnomische Scherze. Ich glaube, das hatten wir... Das haben wir schon. Das habe ich mal gekauft. Jetzt haben wir es doppelt. Gut. Das wär's. Dann zurück. Was ist hier noch? Hier ist nur Stallmauer. Nichts Besonderes. Da liegen noch ein paar Säcke, aber nichts drin. Okay, Plätze. Wir haben unseren Job erledigt. Wir reiten vorne rechts den Weg entlang. Das war der Plan. Hier diesen kleinen Waldpfad hinaus. Kurz mal umschauen. Ah, Weg scheint einigermaßen sicher zu sein, aber da hinten ist etwas Größeres. Was ist denn das? Da ist ja was richtig Großes. Warte mal. Das gucken wir uns an. Was ist denn das für ein Viech? Was ist das? Wo bist du? Das jetzt ein Stück weg. Wir sind gleich tot. Was war das? Was ist das für ein Wesen? Oh mein Gott. Warte mal, der hat Wölfe angezogen und wir hatten einen Schaden bekommen, der war verrückt. Das war ein One-Hit. Was ist das? Ist es noch da? Da. Das sieht aus wie so ein wandelnder kleiner Baum oder sowas. Okay, also, ich habe keine Ahnung, was wir hier vielleicht für ein Öl auflegen. Wir sollten uns auf jeden Fall mal schützen. Ich versuche es nochmal ansonsten. Oh Gott, okay, alles klar. Das Viech ist, glaube ich, eine Nummer zu groß für uns. Plätze, lass mal kurz weg. Waldschrat, weg. Plätze, weg. Pferdepanik ist hoch, ja, meine auch. Wir sollten den Weg nicht einschlagen. Oh, wow. Das Ding war mächtig.
Puh, okay, kurz mal innehalten. Den Weg sollten wir also nicht gehen. Also das muss hier gewesen sein. Da werden wir uns das hier mal merken. Wir werden zurückkehren. Irgendwann ist der Waldschrat dran, aber jetzt noch nicht, würde ich sagen. Dann also auf konventionellem Wege zurück nach Lurch. Gott, der Name ist wirklich unangenehm. Versuchen wir mal hier über die Hügel abzukürzen. Denn da, direkt durch die Neckar, aber die lassen wir nicht. Oh, okay. Oh, verdammt. Okay, das war keine gute Idee. Und da kommen wir wieder zum Waldschrat, ne? Wenn wir das hier umreiten. Guck mal. Ja, da. Da oben. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Da links. Gefährlich hier. Das klingt aber eher wieder nach Neckar. Ah, wir sind schon da. Pass bloß auf, Junge. Pass bloß auf, Junge. Da lauern Schrate im Wald. Wo wären wir nur ohne den Hexer? Krieg, ihr würdet immer Krieg bleibt immer klein. Du bist dümmer als ein Troll. Warum solltest du den Laufbold sonst vergiften? Sei still, verdammtes Weib. Ich habe ihn. Auf geht's. Ja, wir müssen hoch zum Wachturm und dahinter links, da müssten wir dann nach Lindenthal kommen. Ich frage mich, ob da noch eine Geschichte hinter steckt. Aber es war irgendwie, es sah mir so aus, als wäre sie wirklich irgendwie so eine ärmliche Frau, die dieses Anwesen geerbt hat, aber nicht so richtig damit was anfangen kann. Weil sie auch keine Mittel hat, das aufzubauen. Und dann kam die Monster, so nach dem Motto. Frost bedeckte seine Rüstung. Wie eine Glasscheibe im Winter. Seine Augen waren rot wie Schnee. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Ich habe meine geschickt. In den Wald? Alleine? Du weißt doch, wie es ist. Zu viele Mäuler zu stopfen. Was bist so. Du nur für eine Mutter? Jetzt wo war Dolores nochmal? War sie in der Gaststätte? War sie in der Kneipe hier? Wir gucken mal. Ja, ich glaube. Da. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Wir sollten den Männern des Barons sagen, dass er seine Tochter im Wald versteckt. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden? Vielleicht werfen sie uns dann was Essbares zu. Aber das hast du mich doch schon gefragt. Eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiden. Womit habe ich nur verdient, dass du mir im Arsch gehst? Na ja. Gut. So großzügig fand ich die Belohnung jetzt nicht. Also wenn ich an andere Hexeraufträge denke, aber Gott, es ist eine arme Frau mit einem großen Grundstück. Bin mal gespannt, ob sie da jetzt wirklich neu anfangen wird. Guten Tag. Ich bin ins Dorf wegen der Steuern und der da hat ein Mädel durchgenommen. Also hat der blutige Baron ihm den Arsch aufgerissen. So, dann reiten wir mal schon mal zum nächsten Ziel. Das ist eine Nummer zu hoch für uns. Wir werden jetzt diesen ganzen Weg südlich reiten. Werden vielleicht noch an diesem Häuschen mal an... Ne, das kennen wir schon. Das kennen wir schon, das Häuschen. Da waren wir schon drin. Das war eine Bluttat. Das war dieses Monster vom Friedhof. Und unser Ziel ist jetzt was? Ja, wir könnten eigentlich die Greifenschulen-Ausrüstung eigentlich als nächstes machen. Stufe 11 ist genau die Stufe, die wir brauchen und wir haben davon ja schon was gefunden. Also würde ich sagen, reiten wir jetzt diesen Weg entlang und dann am Abzweig links und kommen dann dorthin. Gucken wir mal. Du hast einen Beruf. Bin gestern das bedeutet weniger Hunger für dich. Ah, Mutant. Hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? Dass sich da ein Monster rumtreibt? Und womit soll ich die Hütte heizen?
Im Wald ein Monster? Ja, wir haben es auch getroffen. In der Tat. Da sind Monster. So, genau. Das war die Hütte, die wir schon kennen. Jetzt reiten wir weiter tiefer hinein in den Wald. Da vorne liegt irgendeine Leiche. Das ist aber nur ein Reh. Das muss nichts heißen. Zum Wasser nach hinten. Da sind tatsächlich mal richtig hohe Berge am Horizont, denen wir uns nähern. Ansonsten niemand da, wie es scheint. Naja, wir nähern uns ja auf dem Buckelsumpf. So, hier teilt sich der Weg. Okay. Wir wollten links und da sehe ich schon was. Da ist ein Viech. Definitiv. Sieht aber vorerst aus wie ein Ghoul. Ein Einzelner. Nee, es ist ein Bär, ne? Ein Bär und irgendwie so ein Zelt eines Jägers könnte es sein. Okay, dann, wenn wir schon einen Bären sehen, dann nehmen wir mal das entsprechende Öl. Ich glaube Bestienöl. Auf die Stahlwaffe. Ich hoffe, ich habe mich nicht getäuscht. Versperrt definitiv den Weg oder bewacht da irgendwas Interessantes. Ah ja. So, Bär. Na, wie lange soll ich noch warten? Der Bär ist im Übrigen auch ziemlich stark, ehrlich. Ja. Da vielleicht auch mal. Warte mal, was wissen wir eigentlich? Gibt es eine Bombe, die gegen Bären wirkt? Bestienöl und Quen. Ja, gut, das nutzen wir schon. Aber ich kann ja auch mal eine Bombe zünden, ne? Ja, okay, dann müsste ich sie auch ausrüsten. Das war, glaube ich, nicht richtig gut getroffen. Er ist irgendwie sehr unkoordiniert, habe ich das Gefühl. Ja. Ich hänge mir deinen Kopf an den Sattel. So machen wir das. Das war's mit den Bären. Ich werde manchmal in den Kommentaren gefragt, warum ich, obwohl ich die leichten Schläge im Moment nur geskillt habe, auch schwere Schläge benutze und manchmal sogar ausschließlich. Das mache ich natürlich abhängig vom Gegner. Also zum Beispiel beim Bären, der sehr langsam ist und bei dem es ja manchmal auch gefährlich ist, in seine Nähe überhaupt erstmal zu kommen, nutze ich dann natürlich die schweren Schläge, um ein oder zwei Treffer zu setzen, die ordentlich wirken und dann wieder wegzugehen. Wenn man viele leichte Gegner hat, sind die leichten Schläge dann die Schläge der Wahl. Ich denke, man sollte die Art der Schläge definitiv an die Art des Kampfes und die Gegner anpassen. Aber insofern ist es definitiv so, dass ich auch die nächsten Skills werden die schweren Schläge sein. Die nächsten drei Fertigkeitspunkte gehen mit Sicherheit darauf. So, aber wenn ich von Schatz lese, dann denke ich doch an ein bisschen mehr als nur an Bier. Ich meinte, Bier ist auch nicht schlecht, aber ja, da war auch wieder was drin. Aber normalerweise müsste noch hier irgendwo eine Kiste sein, oder?
Muss vielleicht aber auch nicht immer sein. Vielleicht steht die Kiste im Zelt und wir kommen nicht ran. Ah, doch, die Kiste ist hier. Na, perfekt. Ein Schwert der Freehate-Brigade. Ein Meistergegenstand. Gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, das schauen wir uns direkt kurz nochmal an, was das für ein Schwert ist. Aber merkwürdigerweise sehe ich es hier gar nicht. Ist es noch weiter unten? Da ist es. Es ist schlechter als die Stahlwaffe, die wir besitzen. Natürlich hätte mich jetzt auch etwas überrascht. Aber immerhin mal wieder ein Bärenkampf geführt und wir sind nah an unserem eigentlichen Ziel, näher zumindest, einer Schatzsuche nach der Greifenschulen-Ausrüstung. Das werden wir das nächste Mal erledigen. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.